Hallo zusammen, machen wir Nägel mit Köpfen, Rocket, Monatsmission August, Serie 3 von 3 gespielt am Montagabend. Die ersten 12 Spiele liefen bei mir richtig rund, das sah schon wie eine kleine Vorentscheidung aus. Allerdings dann im zweiten Drittel ist die Karte ein wenig eingeschlafen und so stehe ich jetzt zwischen 800 und 900 Punkten und das heißt, auf diesen Lorbeeren kann ich mich also nicht mehr ausruhen. Ungefähr 300, 400 Punkte, besser 400 Punkte sollte ich jetzt noch spielen in den letzten 12 Spielen, damit ich auf deutlich über 1200 Punkte komme. Das ist so die Zielmarke, die typischerweise benötigt wird, um hier die Rocket-Qualifikation fürs Jahr klarzumachen. So gesehen erstmal 18 gehalten und ja, ein bisschen riskant ist es schon hier, die 20 zu halten, aber 6 Trumpf mit beiden Trumpfvollen und eine 10 zu drücken, da wollte ich mir kein einfaches Pik anschauen. Interessant, Spieler passt bei 20 und jetzt, aha, Herz Ass drin, eine gute Karte, das ist ganz erfreulich, denn damit gewinnt das Spiel eine gewisse Stabilität. 10 Augen kann ich bedenkenlos drücken. So. Und dann hier im Aufschlag einfach noch nichts verraten. Karo Lusche könnte man natürlich auch abschmeißen, aber da ist die 10 im Keller. Das wissen die Gegner ja nicht. Das heißt, wenn die Trümpfe hier ungünstig stehen, dann kann ich später immer noch mal Karo Lusche rausspielen. Da werden sie ziemlich sicher schnippeln, nachdem ich zweimal nicht die Lusche abgeworfen habe. Aber jetzt ist hier schon alles sauber gelaufen. Trumpf steht 3-2. Ich kriege hier Pik 10 angeboten, kann den letzten Trumpf abholen mit dem König und dann mit Herz Ass mache ich einfach den Sack schon zu. Also kurz und schmerzlos diese Geschichte. Erstes Spiel gewonnen und dann einmal durchatmen. Wenn da dusselig drin liegt, hätte das ja auch gleich ein Fehlstart sein können. Nun ist es natürlich so, lieber hier am Anfang gucken mit solchen Spielen als kurz vor Schluss. Das ist mir allemal lieber. Hinten raus kann man dann gar nicht mehr viel reparieren, wenn dann so ein Spiel mal auf die rechte Seite wechselt. Und so gesehen ganz erfreulich, dass ich jetzt am Anfang der Serie gleich wieder so einen etwas wackeligen Ansatz bekommen und den gewinnen konnte. Damit bin ich jetzt so bei, ja, knapp über 900 Punkten, also ein guter Start. Erstmal hier eine Hausnummer hinlegen. Was macht Spieler 1? Der überlegt lange und dann spielt er einen Grang. Okay, Karo Ass. Mal gucken, ob er Karo mit hat. Nein, leider nicht der Fall. Und er hat auch drei Buben, also kommt nicht zu kurz, ist nicht darauf angewiesen, dass die Jungs verteilt kommen. So, und dann offenbar viermal Kreuz dabei. König und 10 müsste er wohl noch in der Hand haben. So, vielleicht hat er noch Herz Ass einfach bestellt und einen Pik. Ja, leider nicht. Zumindest hat er schon mal keinen Pik. Das bedeutet, er wird noch drei Herz dabei haben, aber das ist dann fast egal, welche das sind. Selbst wenn er das Herz Ass nicht hat, mit dem 21er Schnapp in Pik und davor das Karo Ass gestochen, müsste er diesen Rang wohl gewinnen. Ja, schmeißt schon weg, hat wohl Herz Ass nicht, dann Herz 10 noch im Keller. Okay. So, und was haben wir hier? Sieht wie eine saubere Karte erstmal aus. 5 Trumpf Herz mit Pik Ass 10 und Karo 10 zu dritt. Ja, aber wir kommen für 20 nicht ran. Und das ist natürlich gleich wieder so eine knoblige Entscheidung. So richtig gut ist das Spiel als Handspiel natürlich auch nicht. Ein kleiner Blick in den Skat wäre schon wünschenswert. Andererseits, wie gesagt, habe ich das Gefühl, wenn man hier zu schnell den Kopf in den Sand steckt, dann sind die 12 Spiele auch schnell vorbei. Und ich brauche noch ein bisschen was. Also habe ich mich nach einer gewissen Bedenksekunde und mit einem gewissen Bauchgrummeln auch hier entschieden, dieses Ding auf Hand durchzuziehen. Vorhand passt auf 23. Merkwürdig. Ich hätte eher erwartet, dass er natürlich den 0 oder den Kreuz reizt. Wenn er sehr lang Pik hat, ist das vielleicht schon wieder gar nicht so gut für mein Spiel. Aber sei es drum, komme ich jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Herzhand wollen wir spielen und ja, wäre schon gut, wenn eine schöne Karte noch drin liegt, ne? Irgendwo ein Voller drin, Trumpf Voller vielleicht. Oder sich das sonst günstig für mich entwickelt, Karo auf den Tisch kommt. Oh, Pik kommt raus und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist meine Pik 10 am Hängen. Wobei jetzt Spieler 1 den König spielt aus 4-mal Pik, wäre auch wieder ungewöhnlich. Wie auch immer, ich entscheide mich jetzt hier mal Trumpf von oben zu ziehen, damit nicht unbedingt Pik 10 abgestochen wird.
So, Spieler 1 legt erst den Pik Buben, jetzt kommt das Herz Ass. Gut, jetzt fehlt natürlich nur noch Herz Dame und Herz Bube. Vielleicht liegt einer drin. Wenn ich jetzt den Trumpf ziehe, komme ich aber natürlich wieder zu kurz mit Karo. Also auch nicht so schön. Hoffen, dass die Trümpfe jetzt noch 1-1 stehen oder dass einer drin liegt, denn andererseits, ja, 21 in Trumpf haben sie schon. Karo gibt es auch noch einen fetten Stich. Und wenn dann noch zwei Trumpfstiche überbleiben, kann ich es wohl auch nicht gewinnen. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Trumpf rauszuspielen und hoffen, dass danach dann eben entweder ein Trumpf liegt oder ich in Karo eingespielt werde. Ja, oder Karo Ass gewimmelt wird. Ja, das ist aber erfreulich. Mensch, da ist das Spiel gewonnen. Rest bei mir. Kann mit der Lusche stechen, Trumpf Dame abholen. Eieiei, das war ja auch wieder, guck mal, es liegt kein Trumpf drin, also an sich sitzt es richtig giftig. Spieler 2 hat 4 Trumpf dagegen und kein Stück Karo in der Hand. Das war vielleicht ein wenig überhastet von Spieler 1, wobei man sagen muss, vorher hat er sich natürlich mutig entschieden. Bei dem Handspiel gibt er mir auf den Kreuzbuben den Pikbuben und hält das Trumpf Ass noch zurück. Ja, wenn ich den Herzbuben habe, verliert er das auch, war aber nicht der Fall. So gesehen hätte man da natürlich auch das Trumpf Ass direkt legen können, das wäre für mich deutlich entspannter dann gewesen. Aber gut, das dem geschenkten Spiel schaut man natürlich nicht zu genau ins Maul. Also ich glaube, jetzt habe ich zwei gar nicht so souveräne Spiele nach Hause geschaukelt. Damit habe ich jetzt echt eine gute Basis und sollte vielleicht doch mal ein wenig mich wieder zurücknehmen und hoffen, dass da etwas stabilere Spiele noch kommen. Denn irgendwann fällt einem so ein Risiko natürlich dann auch auf die Füße. So, Herz ist Trumpf, wirft Karo ab auf Pik. Es deutet sich natürlich ein sehr trumpfstarkes Spiel an. Das ist sonst nicht so üblich oder so häufig der Fall, dass beim Farbspiel erstmal ein Voller nicht gestochen wird. Will wohl kontrolliert seine 2-3 Fehlkarten abwerfen. Jetzt kommt schon der Herzbube. Ja, muss ein bubenstarkes Spiel sein. Das ist in dem Fall immer das Gleiche. So, 7 Trumpf. 7 Trumpf, 2 kleine Karos und natürlich hier Rest. Nein, nein, das ist nichts. Ich lehne mich erstmal ein bisschen zurück. Lassen wir die anderen mal ein wenig zaubern. Spieler 2 braucht ja schließlich auch mal seinen Einstand hier in die Serie. Ah, und der gelingt mit einem lupenreinen Nullouvert, keine Knochen, also sofort aufgeben. Schnelles Spiel, weiter im Programm, auch Spieler 2 ist damit im Rennen. Und da haben wir es doch, Spiel 6, das sieht doch sehr gut aus. Das ist ja schon fast ein Grand Hand, aber mit dem Herzkönig dabei war es mir jetzt doch ein bisschen, ja, zu riskant, lieber noch mal einmal reinschauen, denn ich glaube, mit diesem Spiel werde ich die Quali so gut wie dicht, so gut wie sicher machen. Da wollte ich jetzt die Chance lieber noch mal nutzen, zu gucken, und ja, jetzt liegt nicht dolle drin, aber das langt zum Grang. 7 Augen drücke ich jetzt lieber noch ein Bild mehr in den Keller, und selbst wenn Pik jetzt zu dritt steht, sollte an sich nicht zu viel passieren. Ich komme nicht zu kurz, denn ich habe zwei Asse, in die ich eingespielt werden kann. Früher oder später muss einmal Herz oder Karo rauskommen. Und Pik steht sogar zu dritt, aber es ist natürlich trotzdem nichts los. Hier kommt jetzt das Einspiel und ich kann Pik nochmal rausklären. Rest bei mir, Grang mit 3 im 6. Spiel. Und damit müssen wir jetzt mal schauen, habe ich 300 Punkte auf dem Kopf, also jetzt fehlt wirklich nicht mehr viel. Jetzt liege ich schon bei kurz vor 1200 Punkten, vielleicht würde das sogar schon lang, vielleicht aber auch nicht, also besser noch ein schönes Spiel dazu. Dieses hier hätte ich mir für 18 angeschaut,
aber es ist mir nicht vergönnt. Spieler 1 möchte hier auch noch eine Runde mitreden. Kreuz 7, 8, Ass. Also sieht irgendwie so ein bisschen aus, als könnte die Kreuz-Lusche blank gewesen sein. Oder aus dem Drilling. Aber jetzt die Kreuz 9 nachzuspielen, habe ich gar nicht so Lust zu. Lieber eine neue Farbe klären. Nicht im Zweifel den Alleinspieler anspielen, selbst wenn mein Partner stechen könnte. Okay, Karo bin ich ein bisschen zu klein rangegangen, also blanke Karolusche beim Spieler hätte ich auch etwas mehr schon auf den Tisch legen können, wusste ich natürlich nicht. So, und das sieht doch wirklich aus, als wäre es hier nur ein 5-Trümpfer. Jetzt die Karo 10, schön Druck machen und Überstich. Oh ja, das hat geschmeckt, das sieht ja sehr gut aus. Dann scheint es hier ein 5-Trümpfer zu sein, viermal Kreuz an der Seite. Und natürlich wäre er etwas besser gefahren, wenn er eben die Karo 10 jetzt mit dem Pikbuben gestochen hätte, wo hinten der blanke Herzbube sitzt. Herz 10 zum Glück nicht gedrückt und damit langt es für uns. Wir haben Spieler 1 einmal ein wenig, einen kleinen Dämpfer verpasst und für mich wichtige 40 Punkte. Damit habe ich schon die 1200 voll und es sieht also immer besser aus. Noch ein paar Spiele jetzt auslaufen lassen und idealerweise noch ein schönes Ding bekommen. Dann wird hier alles klar gehen, dann wird die Rocket-Qualifikation fürs Jahresturnier geschafft sein. Ja, viel Spielanteile habe ich gar nicht gehabt. Die ersten 24 Spiele waren es 6:0, jetzt 3 Spiele dazu, also ich stehe auf 9:0. Naja, gut, das ist durchschnittlich, aber ich habe natürlich hier schon auch profitiert von den großen Spielen, von den Spielen mit Vieren. So, ungewöhnlich, Spieler 1 hat hier ein Spiel, wo er zwei Karos dabei hat. Zwilling hätte ich ihm jetzt eher nicht zugetraut, wo ich ihm so trumpfmäßig eher mindestens Richtung 6 Trumpf stelle. Deswegen, da ich selber nur einen hatte, selbst wenn mein Partner 4 hat, ja, da habe ich mich aber getäuscht. Es sind sogar 7 Trümpfe, daher der Zwilling und eine Karte in Pik. War also auch wieder eine Ecke zu stark für uns. Spieler 1 macht die Scharte wieder wett. So, und was haben wir hier? Das könnte es sein. Das könnte es sein. Ja, Kreuz Ass, das muss es doch sein. 7 Augen runter, ein sehr schöner Gang. 5 volle, 3 Asse, 2 Buben. Das muss es doch sein. So, da machen wir gar keinen großen Fehler, Lizenz rausnehmen und über die Dörfer stürmen. So, und jetzt, wo der Sieg in diesem Spiel sicher ist, kann ich auch mal einen Buben spielen, hoffen, dass die Buben verteilt sind und auf Schneider. Ich habe zwar noch nicht über 60, aber Mitte 50 und werde natürlich auf jeden Fall mit dem Herzbuben noch genug Punkte einsacken, um den, das Spiel zu gewinnen. Deswegen jetzt hier der Versuch, Schneider zu spielen. Jungs verteilt? Nee. Und Herz, Ass gewimmelt, alles klar, dann machen wir es so rum. Dann ist das Spiel leicht gewonnen, auch wenn es wieder keinen Schneider gab. Ja, erfreulich. 438 nach Spiel 9 ist die Geschichte, sage ich mal, eingetütet. Da werde ich jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Solche Spiele hier, die lasse ich jetzt ganz geschmeidig laufen. Über 1300 habe ich, glaube ich, damit knapp darüber. Damit würde ich sagen, jetzt gemütlich hier die Serie ausklingen lassen und einen kleinen Haken machen, den Check-Haken an das Rocket-Finale. Da freue ich mich dann schon drauf. Ein schönes Turnier und ein saftiger Jackpot. Das ist dann im Januar, denke ich, wieder soweit. Also ein weiterer schöner Skat-Termin, auf den ich mich jetzt freuen kann und an dem ich euch dann erfahrungsgemäß auch werde teilhaben lassen.
Spieler 1, ein Grang. 18 in Kreuz, ja, und das war natürlich gar nicht so ein gutes Nachspiel. Ne? Was hätte da jetzt noch passieren sollen? Ja, wenn der Spieler die Kreuz 10 oben hat, dann nimmt er sie raus, aber wenn nicht, wenn sie gedrückt ist, dann kann er hier ganz günstig abwerfen. Deswegen hätte Spieler 2 hier vielleicht besser mal die Farbe gewechselt. So, blanke Kreuz, blankes Kreuzbild, blankes Pikbild, also wahrscheinlich hat er natürlich neben Kreuz 10 auch noch einen anderen Vollen gedrückt. Kann sein, dass er trotzdem ein bisschen Trumpf kurz kommt. Ich würde ihn jetzt mal hier ein bisschen versuchen zu foppen mit dem Pik König. Noch nicht den Vollen sofort anbieten. Vielleicht geht ja noch was in Karo und er wirft Herz König ab. Also noch ein weiteres, vermutlich blankes Bild. Das ist ja wirklich ein allerliebster Grang hier, muss man sagen. Gut, sehr wahrscheinlich natürlich 20 Augen im Keller, Herz 10 und Kreuz 10. Und jetzt muss er, ja, Karo 10, Ass und 10 muss er haben, sonst wäre es ja kein Grang gewesen. Dann werden wir jetzt nur noch den Stich mit dem Kreuz Buben machen, das wird nicht ganz reichen. Aber wo er drei Bilder in der Abgabe hat, hat er wirklich Glück gehabt, dass er im zweiten Stich auf 0 Augen abschmeißen konnte. Das wäre sonst auch ganz schnell in die Hose gegangen. Also Spieler 1, der geht hier auch ins Risiko, der müsste jetzt aber auch schon gut im Rennen liegen, wieder fast 300 Punkte, war auch zwei Positionen vor mir, also hatte wahrscheinlich schon ein paar Augen mehr liegen als ich. Ja, 11. Spiel, ich habe einen Ansatz und ich werde sogar angepasst. Also in anderen Situationen immer wieder gerne, da würde ich für Passe-Passe gar nicht lange zögern, egal wo, aber jetzt nicht hier im vorletzten Spiel bei meinem schönen Ergebnis. Das Spiel passe ich lieber ein. Das interessiert mich an sich auch gar nicht, was da drin gelegen hat. Die Ausgangskarte war noch nicht stark genug und diese ist es auch nicht. Ja, damit bin ich dann also durch. 10:0 enden diese 3x12 Spiele. Aber mit großen Spielen dabei, mit über 1300 Punkten, also kann ich sehr zufrieden sein. Wenn Spieler 1 jetzt hier einen gewinnt, dann ist er definitiv auch dabei. Aber das wollen wir ihm natürlich nicht ganz leicht machen. Erstmal nehmen wir hier raus und ja, irgendwie hat es mich hier gejuckt, mal mit den drei Trümpfen blank zu spielen. Nach dem Motto, vielleicht steht er dann irgendwie mal sowas auf Ass König, Ass Dame und ich krieg da was rausgestochen, verleite ihn zum Schnippeln. Aber das ist nicht der Fall. Mein Partner bringt auch nicht Pik hinterher. Keine Chance, also hier die Trumpflusche zu verhacken. Ah, dann noch eine kleine Wimmelfinte in Trumpf. Ja, damit ist ja alles klar. Jetzt zieht er weiter, Karo 10 auch weg, dann wird er wohl noch Pik 10 und einen kleinen Pik haben. Mein Partner muss den Pik König halten, alles sieht danach aus. Und damit krabbeln wir aus dem Schneider und auch Spieler 1 hat 366. Ja, für Spieler 2 nicht viel übergeblieben, es läuft ja immer so ein bisschen, ja, einseitig kann man gar nicht sagen, aber am Dreiertisch, alle kriegen natürlich meistens nicht gleich viel Material für Spieler 1. Sicher ein bisschen enttäuschend, der hatte auch über 800 liegen und kommt jetzt vielleicht gerade mal so auf 1000 Punkte, wird es wahrscheinlich nicht gepackt haben. Ja, aber so ist es nun mal beim Skat. Es können hier nicht gleichzeitig alle gewinnen. 48 Teilnehmer hier im Turnier und nur 7 Finaltickets fürs Rocket zu verteilen. Also, ja, einfach weitermachen, in den Zirkus wieder einsteigen und beim nächsten Mal kann es dann auch klappen. Ja, schauen wir abschließend dann noch einmal in die Ergebnisse. Da haben wir das amtliche Endergebnis. Wie erhofft und wie erwartet hat es mit 1315 Punkten locker gereicht. Jahresfinale Rocket 2020, check! Bleibt noch weitere Glückwünsche auszusprechen. Hühnerbaron hat das Turnier gewonnen, der war ganz offensichtlich schon qualifiziert und hat sich deswegen ein kleines Preisgeld von 191 Euro geschnappt. Hühnerbaron, ein ganz sympathischer und ruhiger Vertreter, macht immer Spaß mit ihm zu spielen, freut mich also besonders, dass er hier einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Ja, und weitere Finalisten haben wir mit Paula die Erste, der Vorjahressieger, Magic Jörg, Momo, Moorbader, Harry 59 und Nantino.
Also auch diesen Spielern, von denen ich einige kenne und andere wieder unbekannt sind, eine schöne Mischung. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, und alle anderen, die jetzt nur mit einem Preisgeld nach Hause gegangen sind, die müssen sich eben weiterhin ins Getümmel stürzen. Aber das macht ja gerade den Reiz von so einem Jackpot-Turnier aus. Bleibt also dran, versucht's wieder. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gut Platt.